Bereits in der Volksschule hat mich das Malen sehr interessiert und auch später dann in der höheren Schule hatten wir bildnerische Erziehung und da waren meine Lehrer die Schwester Elfriede Ettel und der Sepp Laubner. Als in Donnerskirchen dann im Jahr 2000 ein Malkreis unter der Leitung von Hans Gren gegründet wurde, habe ich diese Gelegenheit wahrgenommen und mich daran beteiligt und habe dann in der Galerie bei Anatin auf Zapletal mit meinem Mann einen Besuch gemacht. Also wir waren so begeistert von ihr, den Werken, den Arbeiten. Ich war so angetan und habe gleich nach dem nächsten Kurstermin gefragt und habe daran teilgenommen. Ich versuche auch hier immer die Farben in einer Farbfamilie zu mischen. Ich nehme nie die Farben aus der Tube, das ist für mich keine Harmonie, die sind viel zu hart. Bei diesem Bild sieht man hier besonders die Naturverbundenheit, Baum, Landschaft, Äcker, Felder. Die Farbgebung berührt mich besonders. Es geht von Blau bis Lila, leichtes gelbliches Licht. Es ist für mich eine Einheit. Ich versuche hier durch Farbschichten, also eine gewisse Spannung zu erzeugen, dass nicht nur ein Ton oder eine Farbfamilie auch in den Vordergrund ist. Dieses Bild hier zählt zu meinen Lieblingsbildern. Es hat feine harmonische Farben und ich gebe meinen Bildern auch deshalb keine Titel, weil der Betrachter soll sich selbst ein Bild davon machen, was er sieht.